Diese Woche gibt es etwas ganz Neues für euch, ein ganz neues Format. Wir gehen in die Küche. Nobby kocht heißt die wunderbare neue Sendung und dazu werde ich mir immer wieder einmal prominente Gäste einladen. Weil es nicht mehr lang hin ist bis zur Sendung, bin ich heute schon einmal einkaufen gefahren. Jetzt nehmen wir erstmal Möhren, 10 Möhren aus der Region. Lauchzwiebeln, ganz wichtig. Wenn ich jetzt gucke, Jonas Hofmann, fester Bestandteil der ersten Mannschaft. Erik Durm, fester Bestandteil der ersten Mannschaft. Und die anderen Jungs, die zu ambitionierten Zweitligisten gegangen sind zum Beispiel. Das macht einen natürlich auch stolz als Trainer. Ja, ohne Frage. Also das wäre gelogen, wenn ich da sagen würde, es wäre nichts Besonderes, wenn ich da im großen Signal Iduna auf der Tribüne sitze und sehe dann irgendwelche Jungs, die bei uns gewesen sind, da einlaufen. Und die machen es dann auch nicht ganz so vollblind. Das ist schon ein schönes Gefühl, keine Frage. Dann wäre ich vermutlich Handballer oder Golfer geworden, weil ich da auch in der Jugend bis zur B-Jugend relativ weit war. Und meine Familie, insbesondere mein Vater, viel mit dem Handball zu tun hat und er mich da auch immer viel geprägt hat, glaube ich, wäre mein heutiger Sport an Handball. Diese heiße Phase beginnt mit dem Spiel gegen HSV, ist ein Heimspiel. Und das hat der HSV letztes Jahr nicht gemerkt, dass sie bei uns gespielt haben, aber das wäre natürlich ganz praktisch, wenn wir das jetzt wieder hinkriegen würden. Wir haben ein bisschen was vor, muss man klar sagen.